Herzlich willkommen zu einem neuen Interview bei der Aktionär TV. Das IFO-Institut hat seinen Geschäftsklima-Index veröffentlicht. Die Stimmung hat sich deutlich verschlechtert. Der Index ist von 98,5 Punkten im Februar auf 90,8 Zähler im März eingebrochen. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Klaus Wohlrabe vom IFO-Institut. Herr Dr. Wohlrabe, der IFO-Index hatte sich ja eigentlich in den vergangenen Monaten aufgehellt. Jetzt zeigt das Barometer wieder deutlich nach unten. Liegt das nur am Ukraine-Krieg? Es liegt vor allem an dem Ukraine-Krieg, das kann man ganz klar sagen. Die Erwartungen sind regelrecht eingebrochen und damit ist auch der Geschäftsklima-Index deutlich nach unten gerauscht. Die aktuelle Lage ist zwar auch gesunken, aber weiterhin nicht so stark, aber der Ausblick der Unternehmen ist deutlich pessimistischer als zuvor. Sie haben es gesagt, die Erwartungen, die haben sich deutlich eingetrübt. Es gab einen historischen Einbruch. Dabei waren es ja gerade in den vergangenen Monaten die Erwartungen, die für einen Anstieg des IFO-Index gesorgt haben. Die Lage hat sich nicht so stark eingetrübt. Woher kommt dieser große Unterschied bei der Bewertung der Lage und den Erwartungen? Wenn man so will, ist der Krieg noch nicht in den Auftragsbüchern angekommen, wenn er denn dann irgendwann mal da ankommt. Es ist, wie gesagt, im Moment eine große Verunsicherung oder Unsicherheit, wie es geopolitisch weitergeht und damit auch für die Unternehmen weitergeht. Die Auftragsbücher sind voll. Das Problem der Lieferketten hat sich etwas verschärft, das sehen wir in unseren Daten. Aber diese Unsicherheit führt halt dazu, dass die Erwartungen deutlich nach unten korrigiert worden sind. Und wir haben auch mal geschaut, Unternehmen, die Verbindungen zu Russland haben, da hat sich das Geschäftsklima sogar noch stärker eingetrübt. Sie haben die Lieferkettenproblematik angesprochen, haben wir uns in den vergangenen Monaten auch immer wieder darüber diskutiert. Wie sehr hat sich die Lage hier verschärft? Der Anteil der Unternehmen, die angeben, Lieferkettenprobleme zu haben, war ja vorher schon vor der Krise sehr hoch. Wir hatten im Februar 75% der Unternehmen, die davon berichteten, dass sie nicht alle Rohstoffe oder Vorprodukte bekommen oder nur zu einem sehr hohen Preis. Dieser Anteil ist nun auf knapp über 80% gestiegen. Also es gibt diesen Anstieg, der auch erwartbar war, aber das Niveau war auch vorher schon sehr hoch. Also da gibt es halt keine Entspannung, die man sich bei den Unternehmen vielleicht zu Anfang des Jahres erhofft hatte. Und welche Rolle spielt Corona aktuell für die von Ihnen befragten Unternehmen? Corona ist natürlich ein bisschen in den Hintergrund geraten. Wir sehen aber, dass es auch da eine Entspannung gibt, trotz steigender Infektionszahlen. Es sind halt die Öffnungsperspektiven, die den Unternehmen Mut macht. Also wenn man auf diese typischen Branchen schaut, wie das Gastgewerbe oder die Tourismusindustrie, dort ist noch kein Pessimismus eingekehrt, wie in vielen anderen Branchen aufgrund des Krieges. Also da besteht weiterhin Hoffnung auf einen schönen Sommer oder auch ein schönes Frühjahr schon. Also das macht sozusagen auf der Seite Hoffnung den Unternehmen, dass es da wieder besser wird. Dann schauen wir uns doch mal die einzelnen Wirtschaftsbereiche ein bisschen näher an. Wie ist denn die Rückmeldung aus den verschiedenen Sektoren? Wo lief es besser, wo lief es schlechter? Vergleichsweise gut, wenn man das so sagen kann, lief es noch im Dienstleistungssektor. Da war der Rückgang nicht ganz so stark im Vergleich zu den anderen Bereichen. Ein deutlicher Einbruch haben wir in der Industrie gesehen, was auch zu erwarten war, wenn man so will. Dort ist die Unsicherheit deutlich gestiegen, auch aufgrund der gestiegenen Energiepreise und auch des Wegfalls des russischen Marktes, auch wenn der Prozentanteil der Exporte aus Deutschland nach Russland nicht so hoch ist, zeigt sich aber, dass viele Unternehmen davon direkt und auch indirekt betroffen sind. Auch im Handel gab es einen starken Einbruch der Erwartungen. Da ist die aktuelle Lage noch ganz gut. Aber da spielt natürlich die ganze Inflationsdiskussion eine große Rolle. Die Händler haben Sorgen, dass die stark steigenden Preise dazu führen, dass die Kunden sich zurückhalten werden, weniger einkaufen werden und mehr auf die hohe Kanten legen. Was sagt momentan die IFO-Konjunkturuhr? Da waren wir ja in den vergangenen Monat eigentlich ganz gut aufgestellt. Jetzt ist sozusagen durch diesen starken Einbruch ist der Fall sozusagen stark in Richtung Abkühlung, kratzt an der Krise. Aber man muss aber deutlich sagen, es ist eine hohe Unsicherheit. Die Lage ist noch sehr gut. Also wir stehen jetzt nicht unmittelbar vor einer Rezession. Das muss man vielleicht nochmal ganz klar sagen, dass trotz diesen Einbruchs der Zahlen in unserer IFO-Umfrage keine Rezession unmittelbar bevorsteht. Hier muss ich aber die Einschränkung sagen, wenn es zu einem Importstopp kommt von Lieferungen aus Russland, Gas und Öl also, dann müssten wir nochmal neu reden. Sie haben das Thema Unsicherheit angesprochen. Wie schwer fällt es denn momentan Managern, die Entwicklung der Geschäftslage ihres Unternehmens in den nächsten 6 Monaten vorherzusagen? Also wir haben einen sehr starken Anstieg der Unsicherheit in unseren Daten gesehen, insbesondere in der Industrie, muss man ganz klar sagen. Also es ist zwar noch nicht das Corona-Niveau, aber damals hat sich das auch über mehrere Monate aufgebaut. Also hier sieht man einen deutlichen Anstieg. Für die Unternehmen ist es wirklich schwierig geworden, relativ gut einzuschätzen, wie denn sich die Geschäftslage in den kommenden Monaten entwickelt. Also das ist wirklich ein großes Problem, was auch diese Unsicherheit erzeugt.
Im Januar und im Februar hat ja der IFO-Index durchaus wieder Optimismus vermittelt. Müssen wir als Fazit der aktuellen Befragung festhalten, dass auf die deutsche Wirtschaft harte Zeiten zukommen? In der Tat. Also wir sehen harte Zeiten. Nicht in dem Sinne, dass wir auf eine Rezession zusteuern. Das sehen wir, wie gesagt, im Moment nicht. Aber ich glaube, für die Unternehmen ist es im Moment sehr, sehr schwierig zu agieren, weil die Planungssicherheit ist doch deutlich geringer geworden. Also das wird sozusagen eine Herausforderung für die Unternehmen in den kommenden Monaten. Sagt Dr. Klaus Wohlrabe vom IFO-Institut. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.